Hey, ja. Willkommen zurück zu Starhawk. Zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir das Spiel angefangen mit der ersten Mission und die Erfolge abgeschlossen. Jetzt können wir weitermachen mit der nächsten Mission. Wo wir nochmal die Zwischensequenz sehen werden vom letzten Mal, mit der wir beim letzten Mal beendet haben. Weil eigentlich sind die Zwischensequenzen dafür da, die nächste Mission einzuleiten. Ich habe mir überlegt, versuchen jetzt in Zukunft beim ersten Mal zu überspringen und dann beim nächsten Mal die komplett zu sehen, um dann richtig einen fließenden Übergang zu haben zur nächsten Mission. Ist sicherlich besser, wenn es denn funktioniert, weiß ich nicht. Andernfalls kann sein, dass wir nicht mal zweimal jetzt gucken. Wir werden sehen. Aber eigentlich können wir direkt loslegen mit der nächsten Mission. Also Spiel fortsetzen und los geht's mit der Mission. Der Frachtweg. Ganz ruhig! Du ziehst jetzt um, Scap! Emmett, was ist da los? Alles klar, Mann? Das Rift ist hochgepeitscht. Wollte mich reinziehen. Auf Sever? Das ist es, Emmett. Sieh mal, ist das von unserem Claim? Das ist dein erstes Gehalt, mein Bruder. Bin gleich für dich da. Pass gut auf meinen Mann auf, Emmett. Dieser Job bringt uns voran, Till. Dann bekommen wir, was wir brauchen. Ich habe es schon. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 10 Jahre? Und plötzlich bist du wieder da. Ja, einfach so. Tja, jetzt bist du ja da. Ich will meinen Soll erfüllen. Emmett, Shepard am Marsch! Ist das Cutter? Wie geht's ihm? Scheiß Timing, wie immer. Ich sollte mich drum kümmern. Es gibt unbestätigte Gerüchte über Outcast-Hawks auf dem Frachtweg. Ich wette, dass sie ihre hässlichen Fratzen zeigen, sobald der Union-Schlepper ankommt. Was meinst du? Sollen wir nachsehen? Ja. Je schneller der Schlepper geladen wird, desto schneller können wir den Job abhaken. Bist du startbereit? Kletter rein und erkunde mit dem Vogel hier die Ausläufer. Mal sehen, ob sich unser altes Revier verändert hat. Ja. Jetzt sind wir, also wie gesagt, eigentlich sind die Zwischensequenzen ja dafür da, quasi den nächsten Mission einzuleiten. Haben mit den anderen nichts mehr so wirklich was zu tun. Ich versuche jetzt in Zukunft beim ersten Mal die zu überspringen irgendwie. Nach ein paar Sekunden geht das wohl. Da kann man die dann beim, ja, in der nachfolgenden Aufnahme-Session dann komplett angucken. Ist so ein bisschen Art, ja, so ein Preview dann zum nächsten Mal, kann man so sagen. Auf jeden Fall, das ist einer von diesen namensgebenden Hawks hier in dem Spiel. Hier in dem Fall ist es eine Art Mech, der sich in ein Fluggerät verwandeln kann mit seinen Flügeln. Ja, der kann auch auf Boden rumlaufen, glaube ich. Aber gehen wir da ein bisschen rein. Hier ist mir nichts anderes weiter zu tun. Okay, ich bin drin. Mal sehen, wie sie läuft. Ah ja. Das ist nämlich auch ein Mech. Flugmodus. Kann ich mir auch springen. Hat natürlich auch verringerte Schwerkraft. Ja, wie es sich halt gehört im Weltall, wo wir hier auch mal sind zur Abwechslung. Wartest du? Bring den Vogel in die Luft. Mach schon. Okay, wir haben genug geredet, also los geht's. Wird nie langweilig. Okay, alles klar. Dein Kalibrierungsweg ist fertig. So kommst du rein. Steuermittel, ja, alles klar. Ui! Steuerung ist kalibriert. Gute Arbeit. Fluggerätstellung ändern? Nein, brauche ich nicht. Wir nehmen die Spuren. Wirf die Brenner an. Ah ja. Ist klar.
Sieht gut aus. Und achte auf deinen Treibstoff. Der brennt dir schnell weg. Ah. Siehst du die Plattform? Flieg hin. Checken wir mal das Fahrwerk. Okay, wie machen wir das? Wir stellen nicht ein, Kollege. Ist okay, bin nur auf der Durchreise. Ah, auf der Flucht aus den Ausläufern, bevor es schlimmer kommt, was? Viel Glück. Okay, bringen wir den Hawk wieder in die Luft. Weiter zur nächsten Plattform. Ah. Man kann so ein bisschen im Weltraum rumfliegen, das ist doch cool. Das gefällt mir sofort. Bin ich immer für zu haben, so sowas. Aha. Nennst du mich einen Lügner? Ich nenne dich faul. Es gibt zu viel zu tun, um Löcher in die Luft zu starren. Gib mir den Schlüssel. Es war ein Scab Hawk. Ich habe ihn gesehen. Wenn ich noch einen sehe, sag ich dir nichts. Hier soll's recht sein. Hey, wer ist der Kerl? Weiß nicht. Wenn's nach dir geht, ist das wohl ein Scan. Ist er nicht? Oder? Union Frachter 1219. Wir sehen einen Fleck auf dem Radar. Noch jemand? Ja, hier ist 3407. Wir auch. Das ist keiner von uns. Frachtwegaufsicht an alle Union-Schiffe. Alarmbereit sein. Es gibt Meldungen über ein Feindschiff im Gebiet. Okay, das ist unser Zeichen. Los, sehen wir uns das Gebiet mal an. Mal sehen, ob der Lifter recht hat. Okay, los geht's. Es wird Zeit für einen Raumkampf. Ja, super, ich freue mich schon. Da liegt nichts zu sehen. Wir haben gar keine Raketen, keine Bewaffnung. Outcast Hawk! Hab sie, die Kanonen funktionieren gut. Ah. Ah, jetzt. Ah ja, ich muss den reinhalten. Alles klar. Hab ich überhitzt. Einer weniger. Aber ich wette, deinen Anteil von unserem Geld, dass schon bald noch mehr von diesen Scabs rumschwirren werden. Oh nein, sobald wir wetten, sieht's übel aus. Das macht das so interessant. Für dich ja. Mich wird's ein langer Tag. Laut Scans kam der Outcast Hawk aus diesem Asteroidenschwarm. Asteroidenschwarm untersuchen. Treffpunkt erreicht. Oh ja, machen wir mal. Noch zwei Kundschafter vor dir. Und sie haben Schwarmlaser. Was heißt das? Einsatzbereit. Was mache ich mit. Wie mache ich denn Flares? Rakete kommt auf dich zu! Oh ja. Das war's. Die Flares haben super funktioniert. Die Flares sorgen wieder. Mal sehen, was dein Hawk drauf hat. Gib alles, Emmett. Ja. Rakete unterwegs zu dir. Ah ja. Sieht gut an. Cool und schnell funktioniert immer. Gute Arbeit. Power Slide. Hast noch Hawks auf dem Radar? Schalt sie aus. Aha. Ach, verdammt, so langsam. Oh. Komm schon. Haben die keine Rakete oder sowas? Der ist mal weg. Es wird Zeit, dass ich mal um dich kümmere, hä? Wo ist er? Und da oben ist er. Jetzt hab ich dich. Du kommst mir nicht davon, glaub mir. So was. Da vorne bei der Minenplattform bewegt sich was.
Ich hab's für dich markiert. Okay, bin unterwegs. Okay, man kann auch so wenden. Man kann auch so wenden. Cutter, hier stimmt was nicht. Das System sagt, ich hab keine Schwarmlaser. Oh, ich wusste doch, es fehlt was. Okay, warte mal, Emmett. Ich habe einige Vorratslager der Union gefunden. Die sind ganz nah. Das ist wohl das Beste. Okay, Kriegraketen. Na gut. So. Okay, Abzug drücken und anvisieren, Emmett. Halten, links. Wo ist er? Im Visier, schalt wieder. Gut. Ich glaube, du und die Schwarmraketen, ihr kommt gut klar. Ja, okay. Was willst du? Wird Zeit, dass ich hier mal ein bisschen ernst mache. Was willst du, Mann? Hä, was willst du? Ja, jetzt kommst du mir nicht mehr davon. Ja, jetzt kommst du mir nicht mehr davon. Juhu! Hier kommt die Kavallerie. Ein Haufen Outcast-Hawks sind unterwegs. Oh, komm schon. Gib Gas. Jetzt habe ich es rausgekriegt. Mehr. Ha, hab ich wieder mit dabei. Ha, abgeschüttelt. Ha, ha. Ja. Da ist der nächste. Gute Nacht. Das war ja nichts. Was war das für drei Raketen? Habe ich dich. Zwei Nur einer. Noch einer. Mach ich Platte, man. Da braucht keine Raketen für den. Ah, gut mal. Das war's. Das war's. Alles klar. Ich würde sagen, der Ort funktioniert gut. Emmett? Ich erhalte einen Notruf. Ich gebe ihn an dich weiter. Silberauszeichnung. Woher kommt das Signal? Die Wagnerstation über Dust. Sie haben da wohl ein Scap-Problem. Okay, dann los. Los. Das ist die Union. Wir haben die Jungs mit einem schrottreifen Funkgerät da ausgesetzt. Ein Himmelfahrtskommando. Immer noch sicherer als unser Job. Komm schon. Meine Lieferungen sind noch keinem auf den Kopf gefallen. Oder doch? Sehr beruhigend. Na also, die Scans sind da. Oh Mann. Ich wusste, dass die Frachter angreifen, aber gleich eine Station. Jetzt dürfen wir doch überspringen. Jetzt ging's wohl doch, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir diese Mission abgeschlossen. Können jetzt zum Hauptmenü zurückkehren und haben, ja, wie gesagt, die Mission abgeschlossen. Ja, war relativ kurz, aber ein bisschen Flug, ein bisschen gelernt zu fliegen. Ja, ging dann ganz gut, haben ein paar Abschlüsse gesammelt. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Deswegen, ja, denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.